Kleine Zwischenmeldung, Eilmeldung, Ergänzung. Um genau zu sein, zum Vorschauvideo April. Am 31.03.2017 habe ich um ungefähr 13.30 Uhr ein Vorschauvideo für den April hochgeladen, wie ich das an jedem letzten Tag eines Monats mache, um euch einen kleinen Einblick darüber zu verschaffen, was denn so im nächsten Monat Let's Play technisch oder auch allgemein projekttechnisch auf meinem Kanal passiert. Da war noch relativ viel los. An neuen Projekten, sage ich mal. Ich möchte allerdings noch eine Korrektur und eine Ergänzung vornehmen. Denn ich habe in dem Moment, als ich das Video gedreht habe und den April geplant habe, eine Sache vollkommen vergessen und nicht bedacht, die allerdings sehr relevant ist. Und zwar habe ich dann jetzt mal drüber nachgedacht, wie könnte ich das denn einbringen? Und ich habe mich dazu entschieden, das Projekt Resident Evil 7, ja, was ab dem 14.04. täglich um 15 Uhr kommen soll, ist ja ein relativ kurzes Projekt mit relativ langen Parts. Das muss man wirklich sagen. Das hat sich bei dem Projekt mega gelohnt. Ich habe ja jetzt schon so gut wie fertig aufgenommen, vorproduziert. Deswegen kann ich das schon sagen, dass sich lange Parts da echt gelohnt haben. Und auch einen dranhalten, meiner Meinung nach. So, was ich jetzt aber sagen wollte, dadurch, dass es so kurz ist, habe ich mich entschieden, das nur jeden zweiten Tag hochzuladen. Das heißt, es kommt nicht täglich 15 Uhr, sondern jeden zweiten Tag 15 Uhr und wie gesagt, dann etwas längere Parts. Was allerdings, also das wird die Korrektur und die Ergänzung, weswegen ich das auch hauptsächlich gemacht habe, am Tag danach, also am 15.04.2017, kommt dann auch um 15 Uhr und dann halt da jeden zweiten Tag, also immer an den Tagen, an denen Resident Evil 7 nicht kommt, startet noch das neue Projekt Yooka-Laylee. Das ist quasi das, was heißt quasi, das ist das neue Spiel von den Donkey Kong Country, Donkey Kong 64, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie Entwicklern. Großartige Menschen, die ein großartiges Spiel machen, was im Prinzip sozusagen jetzt das wahre Banjo-Kazooie 3 ist, sozusagen. Und da freue ich mich halt so mega drauf, das kommt am 11.04. raus und dann werde ich mir die paar Tage nehmen. Da hat dann noch jemand wichtiges Geburtstag, zwei wichtige Leute haben dann noch Geburtstag, deswegen kann ich da nicht direkt aufnehmen, aber in den Tagen danach möchte ich dann vorproduzieren, sodass ich am 15. dann anfangen kann, das Projekt hochzuladen. Ich freue mich da mega drauf, das wird wahrscheinlich eins der geilsten Spiele des Jahres, wahrscheinlich sogar das Highlight 2017. Das wollte ich jetzt noch als Ergänzung sagen. Also nochmal kurz zusammengefasst, 15 Uhr kommt dann immer noch täglich ein Video, allerdings im Wechsel Tag 1 zu Tag 2, Tag 3, bla bla bla, Resident Evil 7 und Yooka-Laylee, die wechseln sich ja so ab, 15 Uhr. Beide nur zweitäglich. Ansonsten bleibt alles bei der Aprilplanung, außer dass sich der Lego Star Wars Part noch um ein oder zwei Tage verschoben hat. Also das Finale. Okay, ciao.